Und damit recht herzlich willkommen zurück zu Folge 2 Need for Speed Most Wanted Retro Let's Play. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gut gefallen. Ich habe leider noch kein Feedback. Ich nehme hier gerade einfach mal so ein paar Folgen am Stück auf, weil ich gerade irgendwie dieses Spiel spielen will. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein in die ersten Rennen, oder nicht? Und einfach hier mal hier so der Reihe nach durch, dass wir einfach hier vielleicht in dieser Folge schon direkt Sonny herausfordern können. Radlang sollte es ja nicht noch mit drei Rennen. Das stimmt ja, wenn wir nicht drauf. Den kriegen wir ja erst später. Ich kürze einmal ab. Und ihr schaut mal, wer hinterher kommt. Ja, ich hoffe, wie gesagt, euch hat die erste Folge gefallen. Geht's weiter hier mit Folge 2. Ich weiß nicht, wie oft, wie regelmäßig ich Videos hochlade. Vielleicht jeden Tag, jeden zweiten Tag, muss ich mal gucken. Aber am Zocken liegt's nicht. Das liegt dann eher daran, wie viel Lust ich aufs Schneiden von den Videos habe. Auch wenn's für technisch jetzt nicht so viel Aufwand ist, weil. Ja, ich denke mal, ich werde die Videos nahezu uncut lassen, vielleicht hier und da mal was rausschneiden, wenn es mal nicht so spannend ist, irgendwie bei den Verfolgungen oder was weiß ich. Aber die spannenden Szenen bekommt ihr auf jeden Fall alle zu sehen und das eben nahezu uncut. Weil es ist heutzutage selten gesehen und machen auch die wenigsten, aber ich mag es halt einfach im Let's Play auch mal uncut zu sehen. Und dafür ist ja eigentlich ein Let's Play da, um einfach mal mit der Community zusammen ein Spiel zu spielen. Beziehungsweise mit der Community zu zeigen, wie man ein Spiel spielt. Und von dem her jetzt am Anfang sind die Rennen ja auch noch nicht allzu lang. Da fällt mir auch meistens was ein zum Reden. Manchmal, wenn es stiller ist oder so. Seid mir nicht böse, dann konzentriere ich mich halt einfach ein bisschen. Oh Gott, Taxi. Ich bin's dann hier voll raus. Zurück habe ich den nicht gerammt, weil sonst wären jetzt einige Familien sehr traurig geworden. Und ja, ich sage mal so viel, am Anfang sind wir jetzt noch nicht sonderlich schwierig. Aber eine Tankstelle? Ah, ne, komm ich nicht rum. Hätte ich jetzt gerne in die Luft gejagt, aber dafür war ich leider zu schnell in dieser Brücke. Und zu schnell war ich scheinbar auch für die Gegner, weil die keine Chance mehr hatten. Ja. Mit der Text. Wollte ich jetzt sagen, gucken wir mal gleich mal hier rein. Bisschen Geld haben wir ja übrig. Weiß nicht. Kann man ja mal überlegen, ob man ein Bodykit dran macht, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, das lassen wir mal lieber fällen. Spoiler, lassen wir auch mal fällen machen. Nur denn hier. Ja, die sind nicht so schön. Ja, serienmäßig und Z, da können wir mal kurz gucken. Ich glaube eher. Ja, nutzen soll fast eher. Hauben, warte mal da. Nicht sonderlich viel Auswahl. Aber ein bisschen was können wir trotzdem machen. Dachspoiler. Dann haben wir auch noch einen drauf. Damit der Riser perfekt ist. Obwohl, perfekt wäre der Riser, wenn wir jetzt noch das hier irgendwie machen würden. Aber das will ich meinen und euren Augen nicht antun. Ja, Performance. Können wir da machen. Hier haben wir sogar ein bisschen Geld, um hier. Komm, haben wir zumindest einmal einen Motor. Haben wir Reifen schon irgendwo frei? Nee. Haben wir zumindest einmal das Motor-Upgrade. Dass wir ein bisschen mehr Leistung haben. Auch wenn es daran wahrscheinlich jetzt nicht scheitern wird. Power würde ich einfach mal so lassen. In Wills. Ja. Oh, lass mal. Hier ja, auf ein paar Rennstreifen können wir machen. Ja.
Ah, da war, ja, jetzt sehen wir auch die anderen Streifen besser. Nee, komm. Ja, stimmt, die kriegt man auch erst später frei. Obwohl, halt, da war was. Ja, komm, machen wir jetzt ein bisschen Tribal auf die Seite drauf. Wir haben unsere Felsen noch schwarz. Haben wir schon? Ah ne, die dunklen haben wir erst bei 15 frei. Und jetzt würde ich sagen, haben wir hier noch ein bisschen andere, ja. So, schaut doch gut aus. Bisschen andere Farben. Und jetzt haben wir auch ein bisschen Geld ausgegeben und jetzt sieht unser Auto auch schick aus. Und hat ein bisschen mehr Leistung. Von dem her können wir jetzt weitermachen. Zweites Rennen. Let's go. Dieses Mal ein kleines Sprintrennen. Was haben die auf den Kohler angestellt? Und was haben die auf den Audi draufgepackt? Hilfe! Spoiler auf Hatchbacks ist halt einfach nicht gut. Geht nicht gut. Ich habe kein Nitro eingebaut, weil Nitro gibt es erst, wenn ich Sonne besiegt habe. Das ist leider ein bisschen schade. Aber das tut ja nichts zur Sache. Das Rennen gewinnen wir trotzdem. Ich hätte ich durchfahren können, aber ich da weiß. Ich glaube nicht, dass es so viel schneller ist, da durchzufahren, weil es halt einfach alles voll ist mit Hindernissen. Und dementsprechend, ja. Glaube ich nicht, dass es so viel schneller ist, wenn man da durchfährt. Aber was schneller ist, wenn man hier auf einmal ein bisschen hier den ganzen Weg reinlegt. Schade, fahren zu schnell, egal. Habe ich zumindest einen Donut fliegen lassen. Kann es nämlich sein, dass sich der Motorsound ein bisschen geändert hat nach dem Upgrade hier? Ich weiß nicht, ist mir irgendwie noch nicht so wirklich aufgefallen, aber. Ich meine, der Motorsound hat sich ein bisschen geändert. Oh Gott, LKW. Aber schlecht fahren lässt sich. Lässt der Punkt sich auf jeden Fall nicht. Ja, ich glaube, der Punkt ist wahrscheinlich so bei den meisten irgendwie so die zweite Wahl nach dem Golf. Wenn sie zum Beispiel das Geld für den Golf nicht haben, weil sie andere 2 nicht haben. Aber ich mag den Punto und der Golf war jetzt einfach für den Anfang. Ja, zu standardmäßig, deswegen habe ich jetzt den Punto genommen. Der Punto ist ja auch irgendwo. Von dem her, ja, zweites Rennen auch schon gewonnen. Recht einfach. Und jetzt fehlt uns noch ein Rennen. Das K.O.-Rennen. Das geht leider ein bisschen länger, weil es eben 3 Runden sind bei 4 Gegner. Aber das kriegt man auch hin. Nachrichten. Nein, ich habe keine Angst vor Nachrichten, aber da waren Nachrichten wären. Das wären, glaube ich, keine guten Nachrichten gewesen, wenn ich da reingefahren wäre. Nachrichten-Van-Fahrer von Street Racer getötet. Das wären auf jeden Fall keine sonderlich guten Nachrichten. Was aber hingegen sehr gute Nachrichten sind, ist, dass die Gegner wieder keine Chance haben. Mein kleiner Italiener. Und dementsprechend braucht er euch auch keine Sorgen zu machen, dass es lange dauern wird, bis wir hier durch sind. Ich denke mal, jetzt am Anfang wird es noch recht zügig gehen. Dann gehe ich mal so 8 Blacklist 10 oder so, könnte es dann halt schon ein bisschen länger dauern, je nachdem, wie halt auch intensiv die Verfolgungen da eben sind.
Moment war knapp. So, damit der Runde 2 von 3 abgeschlossen. Aua. Der Wasserbehälter bremst dann halt extrem aus, aber sollen sie halt auch. Und Mauern bremsen dann auch extrem aus, wenn man dagegen fährt. Hier gibt es noch mehr Nachrichten. Ich würde sagen, 11 Sekunden Vorsprung, das war recht einfach dieses Rennen. Aber am Anfang soll man ja auch nicht gleich demotiviert sein, wenn man die ganze Zeit Rennen verliert. Apropos verlieren, das müssen jetzt leider auch die Cops lernen. Aber erstmal machen wir hier einmal hier. Machen wir erstmal hier den Blitzer. Was brauchen wir denn dafür den Blitzer? Eine Geschwindigkeit. 130, das kriegt man hin. Das haben wir jetzt schon hier am Tag drauf. Ja, ich werde gucken, dass ich wirklich alles mache, also alle Blitzer auch und alle Meilensteine, weil. Ja. Ich würde gern 100% dann hier hinkriegen. Wird dann zwar vielleicht ein bisschen länger dauern, wie wenn ich. Ja, quasi einfach nur hier so schnell wie möglich das durchspielen. Ich bin kein Speedrunner, das bin ich definitiv nicht. Und dementsprechend. So, jetzt heißt es wieder einfach nur nicht verlieren. Sportwagen bin ich sogar. Ich wusste gar nicht, dass ein Quinto schon als Sportwagen zählt. Sachbeschädigung. Junge, wo sind deine Kollegen? Ich will mehr Spaß haben. Bring mal Kollegen. Hallo. Wo willst du hin? Rechts ist da, danke. Ganz ehrlich, Verfolgungsjagd auf Stufe 1 ist es halt mehr so eine Spazierfahrt und irgendwie zu versuchen, nicht diese Typen zu verlieren. Ja, apropos nicht verlieren. Kollege, komm hinterher! Was sind jetzt deine Kollegen? Kollege! Jetzt müssen wir 30 Sekunden dran fahren. Aber dann können wir die auch schon abhängen, weil wir dann alle Einsteiger geschafft haben. Kollege, bitte nicht. Leute, seid ihr ernsthaft so blöd? Egal. Hier war mein Lieblingsort, um Kopf loszuwerden. Nämlich das Stadion. Doch, das ging schnell. Und damit können wir Sonny herausfordern. Hey man, that chump Sonny is looking for a run. He's still pretty fresh on the blacklist, so now's your chance. Don't blow it. Ja, kriegt man hin. Irgendwelche Textnachrichten. Egal, bla bla. Falls ich sie mir durchlesen will, mir egal. Ja, und damit würde ich sagen, fordern wir einmal Sonny heraus. Ja, wie gesagt, die ersten drei, vier Gegner. Recht zügig.
zum Ende hin dauert es halt immer länger, weil Verfolgungsjagden auch länger werden. Da bin ich dann halt noch mal 20 Minuten in der Verfolgungsjagd, wodurch eigentlich theoretisch eine Folge nur aus der Verfolgungsjagd besteht. Dementsprechend würde ich es halt euch dann zusammenschneiden, dass es halt nicht ganz so langweilig ist. Aber jetzt machen wir erstmal hier den Gruppen platt. Kollege, ich bleib vorne, weil ich habe den Platz reserviert. Einmal übers Grün. Nee. Nein. Böse. Wow, Minivan! Hey, mein Platz! Okay, er muss auch was ausweichen. Danke für meinen Platz. Natürlich hoffe ich auch dann gleich, dass ich, wenn ich die Marker drehe, dass ich ein neues Auto bekomme. Ich will einfach so viele Blacklist-Fahrzeuge wie möglich haben. Ob ich im Endeffekt nutze, weiß ich noch nicht. Weil es gibt manche Fahrzeuge, die sind halt schon sehr overpowered, wie eben zum Beispiel der Gallardo von Ming. Der halt einfach, du gewinnst ihn, der ist halt einfach schon Max Auto, wo du die Teile noch nicht freigeschaltet hast, theoretisch. Das wäre halt dann auch so ein bisschen langweilig. Von dem her, mal schauen, was ich für Autos am Ende verwende. Da könnt man natürlich auch gerne Vorschläge für spätere Autos dann in die Kommentare schreiben. Mal schauen, wie, ob ich drauf eingehe oder ob ich einfach das nehme, was ich Bock drauf habe. Ich vermute mal eher, dass ich das nehme, worauf ich Bock habe am Ende, weil, ja. Es ist mein Let's Play, also das spielen wir nach meinen Regeln. Nee, Spaß. Ihr dürft natürlich gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben. Lest mir auch alle Kommentare durch. Und dann, ja. Gucken wir mal, was wird. Bitte gerade. Danke. Der Speedbreak kann man natürlich auch für den Verfolgungsjagd benutzen, wenn dann zum Beispiel irgendwann später die Rhinos kommen. Oder eben auch Straßensperren, einfach weil ein Fahrzeug dann halt deutlich mehr Gewicht hat. Oh Gott. Und man dadurch dann einfach ja, Straßensperren besser durchbrechen kann, ohne quer durch die Luft geschossen zu werden. Und ich dadurch halt diesen Cutscenes entweiche, die mich halt mal ganz schnell. Oh Gott, da habe ich ganz schnell mal ja aus Konzept bringen. So, und damit wäre das erste Rennen geschafft. Irgendwie hat das Rennen jetzt gerade gefühlt dreimal so lange gedauert wie alle anderen Rennen davor, doppelt so lange wie die Rennen davor zusammen irgendwie. Aber ja, es muss ja auch irgendwie ein bisschen spannender bleiben. So. Diesmal lassen wir die Tankstelle aber in Luft liegen, weil. Kabum! War das unnötig? Vielleicht. Habe ich es sonst gemacht? Ja. Oder halt auch bei solchen Sprüngen werde ich dann auch mal den Speedbreaker nutzen, einfach dass halt, wie gesagt, diese Cutscenes nicht ausgelöst werden. Die halt einen manchmal doch halt ziemlich stark irgendwo hinfliegen lassen, wo du eigentlich gar nicht hin wolltest. Thank you.
Okay, und von der Seite nehme ich jetzt einfach beide Abkürzungen, weil da ist der Sprung nicht mit drin. Von der anderen Seite ist halt dieser eine Stich, der blöde Sprung ja mit drin. Der einen halt auch einfach fliegen lässt. Unkontrolliert. Diese Katze meine ich zum Beispiel. Weil es dann nicht nämlich genau in der Mauer und wird dadurch komplett ausgebremst. Dementsprechend werde ich auch bei sowas halt häufiger den Speedbreaker nutzen. Baustelle braucht keine, die kann man wegräumen. Bilder sind für Leute, die sich an Verkehrsregeln halten. Damit haben wir es geschafft und haben Sonny einmal besiegt. So, dann probieren wir es mal. Welche nehmen wir? Mitte? Nee. 50-50. Yes! Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich das Auto nehmen werde, aber ich habe es in der Garage. Nächster Rivale, Taz. Der gute Vince. Wer es lesen will, bitteschön. Ich mach weiter. Mit seinem Lexus IS300. Die Nummer 14. Und ja, das Bodykit. Es gibt schönere Bodykits, eindeutig. Das Heck sieht nicht schlimm aus, aber die Front ist halt... Ja, gut. Gewöhnungsbedürftig. Nennen wir es mal so. Ja, und damit würde ich sagen, passt auch wieder mit dieser Folge. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Need for Speed Most Wanted Retro Let's Play. Und ich würde sagen, haut rein, macht's gut, bis dann und ciao!